Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Mein Name ist Negoki und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sind noch ganz nackig, rechts und links am Bildschirmrahmen. Das liegt übrigens daran, dass ich auf der Wii U aufnehme und dass die mir das so ausgibt und dass das so mitgecaptured wird. Ich könnte das wahrscheinlich rausschneiden, aber das würde das Bild unnötig breit ziehen. Dafür ist es nicht ausgelegt, deswegen habe ich mich für die Rahmen entschieden. Und für den heutigen Rahmen habe ich Tingle gefragt und er meinte, es kostet 40 Rubine, aber den ersten kann ich umsonst bekommen. Tingle, wärst du so lieb? Cool. Vielen Dank. So. Letzte Folge haben wir den Rhythmus zurückgesetzt auf Tag 1 mit der Hymne der Zeit, die wir gelernt haben aus Flashbacks der Erinnerungen und haben das Horror Kid so mit daran gehindert, erstmal den Mond auf Terminal stürzen zu lassen. Geh weg von mir. Und jetzt hatten wir die Nachricht bekommen, dass wir zum Maskenhändler sollen. Das würde ich mal machen. Ich würde einfach mal hier schnell rein, bevor der Hund mich erwischt. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein freundlicher Deku. Da ist der Maskenhändler. Okay, lass mal mit ihm reden. Ich hoffe, dass der uns befreit jetzt von dem ganzen Mist hier. Hallo, mein Lieber. Oh, warte. Wir sehen ihn an und reden. Hast du den Kobold dein edles Instrument abgenommen? Oh Gott. Oh, 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 du hast sie, du hast sie, du hast sie, du hast sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo kommt die Orgel her auf einmal? Dann hör mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich vortragen werde. Präg es dir gut ein. Spiel mir nach. Okay. Links, rechts, unten, links, rechts, unten. Machen wir das mal. Hol mal deine Trompeten raus, Deko Link. Links, rechts, unten. Links, rechts, unten. Nice. Da, da, da. Oh, krass. Das Lied der Befreiung. Oh, oh, oh. Katzen gucken mich gerade voll komisch an. Entschuldigung. Ich bin halt ein Weirdo. Tschüss. Tschüss, ich bin Link und du nicht. Guck mal, er verabschiedet sich von seinem Deku ganz symbolisch. Zack. Wir haben unsere Gestalt zurück. Puh. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie in Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Boah, danke schön. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Macht quasi, die Form anzunehmen, wie wir wollen. Und können sie auch jederzeit wieder ablegen. Die Dekuschale fiel von deinem Antlitz. Drücke Start und positioniere sie im Inventar. Drücke C, um mit Hilfe der Maske in den Körper eines Deku zu schlüpfen. Drücke C, um dich wieder zurückzuverwandeln. Okay, geil. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, von deinen Teil des Versprechens einzulösen. Sag bloß, meine Maske, du hast sie zurückbekommen, oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Oh mein Gott, der Typ ist so crazy. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, es ist Majora's Maske. Ihr haftet ein Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. So wie das Horror Kid.
wenn man der Legende Glauben schenkt, war das Unglück, das durch Majora's Maske angerichtet wurde, so groß. Dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weitere Missbrauch zu vereiteln wollten sie ihn. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die diese Maske innewohnen. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Ich flehe dich an, du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an, du musst es schaffen. Wirklich? Willst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen! Oh mein Gott. Okay, ich denke, wir haben somit einen absoluten Vertrag mit diesem Maskenhändler. Und er tut mir auch wirklich leid. Ich meine, er hat offenbar die Macht gespürt, die Majora's Maske hat. Und er wollte sie versiegeln und für sich bewahren, so dass es nicht in falsche Hände gerät. Also ich denke, er hat gute Absichten. Und genau deswegen sollten wir ihm definitiv helfen. Und auch einfach für das Wohl von uns selbst. Ich meine, wir sind ja auch gefangen in der Welt. Diese Maske. Das Horrorkind missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Koste es, was es wolle. Aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte Tal uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung. Wenn er nur rasch zum Punkt kommen würde, du solltest einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt ein Pfad direkt in die Sümpfe. Okay, durch dieses Tor. Das heißt, ihr meint hier im Süden, das heißt, hier vorne, geradeaus einfach. Guck mal, der Hund lässt uns in Ruhe, wenn wir kein Deko sind. Das Ding ist so, wir können jetzt eigentlich voll viel machen. Die Fee meinte zum Beispiel, wir sollen sie nochmal besuchen, wenn wir ein richtiger Junge sind. Warte mal, die Fee war hier. Ne, die Fee war im Norden, da muss ich da lang, da hoch. Komm, wir gehen, das machen wir nochmal, bevor wir irgendwas machen. Guck mal, der Postbote. Hallo? Ich habe zu tun. Wenn ich mich durch ein Schwätzchen aufhalten lasse, gerät mein Zeitplan durcheinander. Na gut, also nicht aufhalten, Posti. Guck mal hier, die Eule. Die können wir jetzt endlich anschlagen mit unserem Schwert, denn das haben wir jetzt. Cool. Was heißt das jetzt? Ansehen? Du kannst deinen Fortschritt speichern. Ah ja, okay. Und hier aufhören. Willst du die Datei nochmal, ist mein Bild neben deinem Namen. Dies zeigt an, dass du beim Wiedereröffnen das Spiel an dieser Stelle, zu dieser Zeit und deinem jetzigen Status fortsetzt. Vorsicht! Öffnest du diese Datei und drückst Reset, ohne vorher an eine Statue gespeichert zu haben, geht dein Fortschritt verloren. Das heißt, beim nächsten Öffnen beginnst du am ersten Tag mit dem Status, den du beim Spielen der Hymne der Zeit innehattest. Möchtest du den Fortschritt speichern und das Spiel beenden? Nein. Okay, aber das ist interessant. Aber wisst ihr was? Diese Mechanik, ist halt für den Nintendo 64 sinnvoll gewesen damals. Weil man konnte hier quasi speichern und dann hier auch beenden. Jedes Mal an der Eule. Und hat dann jedes Mal wieder einsteigen können an derselben Stelle. Für uns ist es Quatsch. Ich zeige euch das mal. Weil die Wii U hat eine Funktion, die nennt sich Virtual Console. Wenn ich hier ZR drücke, dann geht das Ding auf. Und das wird jetzt über den Rahmen überlappt. Aber hier kann man zum Beispiel Speicherpunkte laden und Speicherpunkte erstellen. Und hier seht ihr zum Beispiel den letzten Speicherpunkt, wo ich aufgehört hatte, das war letzte Folge. Da hatte ich einen Speicherpunkt erstellt und dann konnte ich ja direkt wieder einsteigen. Das heißt, wir sind exakt an der Stelle eingestiegen, wo ich wieder aufgehört habe. Und ich nutze diese Funktion, weil sie einfach präzise ist und viel, viel besser als die Eule. Die Eule wird uns trotzdem irgendwie behilflich sein.
So, erstmal schnell in den Norden gehüpft. So, ha! Wah. So, guck mal, wir haben jetzt auch Magie als Link. Das heißt, wenn wir jetzt das Ding gedrückt halten, dann laden wir unser Schwert auf und können eine Wirbelattacke ausfüllen, die so ein bisschen Rundumschaden macht, so ein bisschen AOE-Damage quasi. So, ich habe eigentlich nichts, womit ich jetzt als Junge die Ballons schießen könnte. Ich könnte aber, warte mal, das müssen wir sowieso mal machen, wenn ich auf Start gehe, die Maske mal auf einen Knopf legen, genau, hier, mit Z. So, und dann mache ich den mal nach rechts. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann euch das ja mal zeigen, nach rechts drücke, dann setzt er die Maske auf und hat irgendwie absolute Schmerzen, kurzzeitig, ist dann aber Dekuling. Hallo, ich bin Dekuling. Nice, oder? So, okay, kommen wir da auch so hoch? Erstmal wieder absetzen. ich glaube, wir müssen erstmal hier rein, um den Event zu triggern. Damit die Fee uns sagt, dass sie zerschmettert ist. Wir wissen ja, dass sie zerschmettert ist am ersten Tag. So. Hallo Fee, ich hoffe, dir geht's gut. Ich glaube nicht. Junger Freund, bitte hör mein Flehen. Das Hörerkit hat meinen Körper zerschmettert. Bitte finde die eine verirrte Fee, die irgendwo in der Stadt weit. Bringen sie zu dieser Feenquelle. Okay. Ich glaube, ja genau. Die Magie wird immer aufgefüllt, wenn wir hier in der Quelle chillen. Und das ist ganz gut. Das können wir auch nutzen manchmal, falls wir das brauchen. Aber eigentlich finden wir genug Magie in den Fässern, die so in der Stadt verteilt rumstehen. Da gibt es immer so Krüge. Die kann man sehr typisch zerschlagen. Ich würde trotzdem erstmal noch schnell die Fee zusammensetzen, ganz kurz. Weil sie hat doch noch ein Geschenk für uns. Macht Sinn, das gleich abzuholen. Warum nicht? Oh, ich liebe diese Musik, das ist so cool. Und jetzt, ich habe tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, die Musik live auf meine Ohren zu haben, während, also, ich hatte vorher immer so eine Sekunde Delay, aber das Wii U Gamepad hat eine Audiobuchse und die kann ich direkt benutzen, einfach. Warte mal, nein, wir müssen hier lang und dann an dem Waschplatz, oder? War der hier? Shit, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube der. Nee, der war da. Doch, der muss hier. Der muss hier gewesen sein. Oder? Nee, ich glaube, ich täusche mich. Entschuldigung. Wir müssen zurück. Zurück mit uns. Komm, die Dancing Queens, die können wir auch mal ansprechen, während wir normal sind. Huhu! Ganz, ganz seltsame Dinge gehen in dieser Stadt vor. Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich noch Falten. Du lieber du, hast du denn von den bösen Gerüchten über Sümpfe im Süden und die Entführung gehört? Okay, das ist interessant, weil da müssen wir hin. Oh, bei meinem Nagellack, die Entführung. Jaha, sie haben die Kleine entführt. Hoffentlich hat sie sich keinen Nagel abgebrochen. Wir sagen wir alle schon mal. Ja, ja, huhu. Okay, gut. Das war trotzdem interessant. Das heißt, jemand wurde entführt in den Sümpfen. Das wissen wir schon mal. Müssen wir uns darum kümmern. Nochmal an den Waschplatz, wo war der denn jetzt? Ach, hier, da hoch. Genau, die Treppe da hoch. Da lang. Nice. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Headset eingesteckt in das Wii U Gamepad. Man kann alles live hören. Das ist super. Ich brauche theoretisch nicht mal auf den Fernseher gucken, weil ich das auf dem Bildschirm auf dem Gamepad habe. So, hier ist die kleine Fee. Das wussten wir schon. Oh, Mist. Kriege ich sie trotzdem? Ja. Bitte hör mein Flehen, ich bin zerschmettert. Okay. Ups, hier ist noch ein Fisch. Okay, das ist interessant, das muss ich mir merken. Das wird vielleicht nochmal nützlich für später. Also ich kann mich erinnern, dass man einen Fisch fangen musste in Ocarina of Time. Für Lord Yabu Yabu. Das war dieser Riesenwal bei den Soras. Damit er seine Schnute aufmacht, damit man da reinklettern konnte, um die Prinzessin Ruto zu retten. So, zurück zur Fee. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Zeit gewastet, aber das Ding ist, ich glaube, den Progress, den die Fee uns gibt, den können wir, der speichert dann automatisch. Ich weiß nicht genau, was die Fee uns gibt, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es nützlich war. Also entweder wird sie uns die Wirbelattacke vergrößern, weil wir haben nur eine kleine Wirbelattacke, schätze ich mal. Oder sie gibt uns die Feenmaske und ich glaube, es ist die Feenmaske. Und die Feenmaske ermöglicht uns halt in den Dungeons diese versteckten Feen finden. Und die können wir dann auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir da alle finden werden von... Okay, werden wir sehen. So, du gehst erstmal zurück zu den anderen, damit du eins wirst mit ihnen.
erscheine! Hold a mind! Ja. Hi! Na, Schwester? Alles fit? Ich mag dein Lidschatten. O Taya! Und du, junger Freund! Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Alles, was ich dir geben kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit lass mich deine Erschöpfung von dir nehmen. Hä, aber meinte sie nicht, ich soll sie nochmal besuchen, wenn ich ein richtiger Junge bin? Wenn ich meine richtige Gestalt zurück habe? Hab ich doch. Hä? Was passiert? Okay, sie hat mich schweben lassen. Das ist schon mal nett, das war lustig. Oh, junger Freund. 4 Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, wie ich einst eine war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden dich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Oh, erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen vor dir Angst haben. Nice, es ist doch die Feenmaske. Okay, cool. Du hast die Feenmaske erhalten. Drücke C, um die Maske zu tragen. Verirrte Feen werden von ihr angezogen. Beginnt das Haar der Maske zu schimmern, ist vermutlich eine verirrte Fee in der Nähe. Okay, cool. Das heißt, wenn sie so rumglitschert, dann können wir davon ausgehen, dass eine Fee da ist. Und dann müssen wir die finden. Also es ist halt in den Dungeons wirklich nützlich. Oh, ich habe das nicht gelesen, was da gerade stand. Entschuldigung, ich habe es einfach weggeklickt. Cool, aber vielen Dank, Fee. Das war nett. Und vor allen Dingen ist die super stylisch. Guck mal, ich zeige euch die mal. Hier, das ist jetzt unsere zweite Maske. Wenn wir die jetzt nach rechts legen, ich habe ja eh nichts anderes, dann... Oh, Mist, jetzt bin ich Dekolink. Das wollte ich nicht. Setze ich nochmal ab. Und dann diese flotte Maske. Guck mal. Schick, oder? Und guck, seht mal meine langen, schönen Haare. Ich habe Extensions mir besorgt und ich wollte genau diese Farbe. Ja gut, also das würde dann leuchten. Ich würde mal zum Süden raus, ne? Ich weiß nicht, macht das vielleicht Sinn, wenn wir doch nochmal auf den ersten Tag zurückswappen? Hm. Und vielleicht sollte... Warte mal, aber bevor ich das mache... ich habe ja die Karte auch behalten, die ich von Tingle gekauft habe, von Unruhstadt. Wenn ich jetzt vielleicht hier noch ein bisschen... Oh, bleibt hier! Mein Lieben, ich brauche nur ein bisschen Geld. Ich hätte gerne eine Karte von Termina oder so. Wenn wir Tingle jetzt nochmal runterholen würden. Entschuldigung, also ihr wisst schon. Also abschießen. Hier so. Dann könnten wir noch Karten von ihm kaufen. Aber ich glaube, wir treffen ihn auch draußen. Und ich bin mir fast sicher, dass der uns jetzt rauslassen würde. Wir dürfen nur nicht im Norden raus, sondern wir sollten im Süden rausgehen. Taya meinte, es ist hier. Und hier war im Süden. Da waren wir im Südgebiet. Das heißt, wir gehen mal hier einfach nach unten raus und gucken mal, was uns erwartet. Ich weiß nicht, ich werde halt keine Zeit verlieren. Guck mal, wir haben jetzt schon fast den ersten Tag rum. Nur mit rumdödeln. Vielleicht macht es Sinn. Wartet mal ganz kurz. Oh, Entschuldigung. So, warte mal. Das war... rechts. Ah... Unten, rechts, unten. Okay. Hymne der Zeit. Okay, ich werde mal auf den ersten Tag zurückgehen. Wir haben ja... Okay, ich habe jetzt ein paar Rubine gesammelt, aber das ist nicht die Welt, die werden wir jetzt verlieren. So. So sehen wir das auch mal, was dann passiert. Die fliegen halt ins Nirvana. Genau. Lass uns raus. Tschüss. Wiedergesehen. Die sind verloren. Aber hätten wir sie abgegeben bei der Bank, im Westen war das, glaube ich, im West-Onru-Stadt, dann hätten wir sie behalten können. Aber es war jetzt noch ein Umweg, Dämmung des ersten Tages. Und ich hoffe, ihr habt das Prinzip bis jetzt verstanden. Wir können also diese 3 Tage immer wieder zurücksetzen, egal wie lange wir im Progress sind, dieser 3 Tage. Was ich natürlich hätte auch machen können, ist, ich hätte... die Zeit verlangsamen können. Aber das wäre vielleicht unpraktisch gewesen an einer anderen Stelle so. Okay. Hey, ich bin mündig. Ich darf hier durch. Stehen geblieben. Hast du etwas in den Sümpfen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es keinem Kind... einem Kind nicht... ein Schwert? Ich bitte um Verzeihung, werter Herr.
Es war falsch von mir, sie für ein Kind zu behandeln. Südlich von hier erstrecken sich die Sümpfe von Dämmerwald. Seien Sie bitte vorsichtig. Alles klar, vielen Dank, werter Herr. Machen Sie Ihren Job, Sie machen ihn sehr gut. Guck mal, als Deko hätte er uns nie durchgelassen. Oh. Ebene von Termina, geil. Das ist das erste Mal, dass wir außerhalb der Stadtmauern sind. Und wir können im Grunde von hier aus komplett außen rumlaufen. Um ganz Unruhestadt. Guck mal da, ist so ein Flaschenmonster. Muss mein Schwert zücken. So, warte mal. Ich muss mal hier ein bisschen klarkommen. So können wir springen. Okay, so. Alles klar. Und blocken. Das ist ein bisschen komisch, weil ich würde gerne immer diese Schildattacke machen von Breath of the Wild, aber die gibt es hier, glaube ich, nicht. Also sind wir einfach vorsichtig und blocken mit dem Schild, wenn was passiert. Ups. Okay, nice. Gut, also mit B angreifen ist schneller als mit A. Und A angreifen macht nur Sinn, wenn wir jetzt irgendwie in guter Position sind. Können wir hier kurz die Büsche hacken, das gehört dazu. Okay, die spawnen wieder neu. Gut. Auch in Ordnung. Nicht alle Büsche. So, okay, guck mal, hier ist eine Dekoblume. Wir sind ein Deko, wenn wir sein wollen. Zack. Ich kann das abbrechen, diese Sequenz, immer so ein bisschen, dann können wir das verkürzen. Das ist ganz gut. Ich guck mal, ob ich da irgendwie Nutzen draus ziehen kann. Wo wir da hinkommen. Ich werde das mal straight nach oben gehen und gucken, wie weit es überhaupt geht. Okay. Interessant. Okay, in die Richtung scheint nichts Besonderes zu sein. Ich gehe mal nach da. Vielleicht können wir da hochfliegen auf das Teil. Oder auf diesen Baumstumpf da. Eventuell. Ich weiß nicht genau. Komm, wir versuchen. Ne, also da kommen wir niemals hoch. Aber vielleicht auf den Baumstumpf. Ne, auch nicht. Wozu ist die Blume gut? Ach, guck mal, da ist eine Schatzkiste da oben. Interessant. Ah, aber hier ist auch eine Blume. Guck mal, hier sind ganz viele Blumen. So. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. Doch. Okay. Cool. Aber bringt uns das was? Ich weiß es nicht. Ah, Münzen. Okay. Das wusste ich nicht. Cool. So, aber vielleicht können wir auch darüber mit der Blume. Oder ist eine Blume, die näher dran ist vielleicht für die Schatzkiste da? Keine Ahnung. Komm, wir versuchen es mal mit der hier. So. Das könnte gehen. Es würde aber knapp sein, glaube ich. Nö. Ich glaube, diese Plattform hier ist dafür gedacht. Das ist, das werden wir später rauskriegen. Aber es gibt so Zauberbohnen hier in dem Spiel. Das gab es auch schon in Ocarina of Time. Und da kann man die einpflanzen. Und das sind dann Plattformen, die einen wohin bringen. Und wahrscheinlich bringt die uns dann da hoch. Kann ich mir vorstellen. Also, bisher ist das noch nicht für uns. So. Hier ist noch eine Blume. Ich nutze die mal. Und schwebe mal hier so hin. Guck mal hier. Zeichnung am Baum. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tai und ich haben das zusammen mit dem Horrorkid gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach habe es sie einfach im Stich gelassen. Oder haben sie es einfach im Stich gelassen? Voll krass, das ist eine Hintergrundgeschichte jetzt wahrscheinlich von den beiden und dem Horror-Kid. Das Arme, eigentlich sind sie alle beide im selben Boot einfach, oder alle drei. Ach man. Das Horror-Kid war nicht böse. Das kann auch nichts dafür. Es ist auch nur eine Marionette von der Maske wahrscheinlich. Dun dun dun, dun dun dun.
Ach nun, du. Sie hatten echt eine coole Zeit, offenbar. Ich frag mich, wie das Horror-Kid auf die Idee gekommen ist, die Maske zu stehlen. Es hat es doch gestohlen, oder? Es hat sie doch gestohlen. Laut dem Maskenhändler? Das hat mich aber auch nicht gewundert. Es musste immer allein Leuten Streiche spielen. Nee, immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Okay, alles klar. Gut, ist auch eine Aussage. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde... Ah, man sieht es richtig. Okay, krass. Okay. Ja, wer weiß, ob das ganz freiwillig war vom Horror-Kid. Es kann sein, wenn die Maske so eine große Macht hat, haben wir ja gelernt jetzt vom Maskenhändler, dass die Maske ihn verflucht hat oder dass sie ihn gerufen hat oder so. Und als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte... Ja, wissen wir ja, was passiert ist. Da ist es dann verrückt geworden irgendwie und hat uns den Mond auf den Hals gehetzt, der da oben hängt. Oh mein Gott. Krass, kann es sein, dass es und dass der immer guckt er immer nach Süden mit dem Gesicht oder guckt er uns immer an? Oh, dieses dumme Vieh. Okay, wir müssen hier weiter, glaube ich, nach Süden rein. Habe ich den Verdacht, ich würde mal einfach als Junge gehen. Weil, da sind wir ein bisschen stärker. Nicht wirklich. Aber doch, mit dem Schwert können wir uns besser verteilen. Und hier haben wir auch noch ein... verteidigen. Und hier haben wir noch ein Schild zur Hilfe. Guck mal, da hinten schwebt Tingel. Den können wir gleich mal runterschießen. Aber hier sind noch Monsters. Tot seist du! Okay. So, warte. Wir machen hier noch einen Schnippi. Schnappi. Machen die Büsche weg. Und hier gibt es noch ein Herz. Sehr schön. Zack. Guck mal da. Der hätte auch noch ein Herz für uns in sich. Aber den können wir auch in Ruhe lassen, glaube ich. Ich weiß nicht. Oh, Fledermaus. Haust ab. Ah. Okay, das ist voll der Quatsch. Gut. Ist ein bisschen schwierig manchmal mit dem Anvisieren. Weil du mit demselben Knopf, mit dem du die Kamera drehst, hinter dich... dann noch anvisierst und dann visierst du halt das Falsche an manchmal. Nicht so ganz ausgereift. Komm, wir gehen zu Tingle, sonst werden wir hier ständig angegriffen. Oh, hier ist ein Loch. Da will ich aber nochmal reinhüpfen kurz. Tschüss. Cool. Die sind immer voll interessant. Okay, also hier unten. Da ist eine Kiste schon mal, das ist geil. Und ich sehe ein paar Dekoranias. Ich glaube, die heißen so. Das sind so eine Piranha-Pflanzen. Oh, geil. 5 Bienen. Oh, noch mehr bitte. Noch mehr. Weil Tingle wird Geld wollen, bestimmt für seine Karten. Es macht Sinn, eine Karte zu kaufen von dem Gebiet, wo wir jetzt hingehen. Okay, der hat Dekonüsse gedroppt, die nehmen wir gerne. Hier gibt es auch Käfer, aber ich kann noch nichts mit denen anfangen, so wirklich. Aber das kann ich mir mal merken. Okay, die sind ein bisschen ätzend, weil die fangen an rumzueiern. Aber es geht auch. Ups, aber, Entschuldigung. So, ein neues Item. Du hast einen Dekostab erhalten. Im Inventar kannst du ihn auf lalala legen. Die Dekostäbe sind leicht entzündlich. Drücke C, um einen Stab in die Hände zu nehmen. Drücke nochmals C, um ihn einzusetzen. Okay. Du kannst maximal 10 Stück mit dir führen, also setze sie mit Bedacht ein. Okay, vielen Dank. Hier, schnapp doch irgendwas. Achso, das Ding ist nachgespawnt. Okay. Gut, dann nehme ich den Dekostab noch mit und mach die Truhe auf natürlich. Gucken wir uns an hier. Zeig mal. Ein roter Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 20 grüne. Das ist nicht wenig. Ja, das ist cool. Vielen Dank. 37 haben wir damit. Vielleicht finden wir noch ein paar wenige. Und dann haben wir 40. Und ich glaube, es gab eine Karte für 40. Bei Tingle. Ich will das da hinten auch noch klären. Den Busch. Außerdem könnten wir hier noch Stäbe farmen, so ein bisschen. Aber Rubine gibt es jetzt erstmal keine mehr. Ich meine, die Teile spawnen halt auch wieder nach. Aber ist egal.
Ist ganz cool, dass man so einen Ort hat, wo man das farmen kann, weil ich meine, durch den Zeitreset verlierst du das alles wieder. Und so kann man, muss man das jedes Mal wieder neu holen im Grunde. Wenn man jetzt hier wieder lang wollte, später dann mal. So, ciao. Oh, naja, vielen Dank. Ein Rubin fehlt uns zu 40. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir Tinge runterschießen können, außer als Deku. Ich habe nämlich noch keine andere Möglichkeit, dann müssen wir uns mal verwandeln kurz. Okay, B gedrückt. Und dann nach oben. Ich hoffe, das geht so. Ne, da ist der geplatzt. Zack. Tschu! Das ist so ein Kunde, ey. Ja, hallo! Kleiner Tingelu. Wie geht's denn? Nanu, grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee? Liebe Güte. Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich soll mich mit meinem Alter entsprechend verhalten. Aber weshalb? Ich sage es Ihnen. Okay, er sagt uns dasselbe wie vorher. Solange ich hier stehe, warte ich auf eine eigene Fee. Okay. Glückspilz, Glückspilz, Sie müssen überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau. Wir sollten Freunde werden. Okay, ich bin dein Freund, Tinge. Ich bin die ganze Zeit... Oh, Entschuldigung, verklickt. Ja, ja. Als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis auf meine Karten. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen? Dämmerwald 20, Picky Berner 40. Nein, danke. Okay, Picky Berner ist schon mal interessant. Das ist auch ein Gebiet wahrscheinlich, wo wir hin müssen. Aber wir wissen hier vom Dämmerwald schon. Das heißt, der Dämmerwald, den werden wir uns kaufen. Das macht Sinn. Hurra! Yay, du hast die Karte vom Dämmerwald erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du dich im Sumpfgebiet besser zurecht. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt, wo... Och Mann, Entschuldigung, ich habe einen nervösen Finger. Wo du einen Bereich betreten hast und der gelbe, wo du bist. Jederzeit bereit. Tingle, tingle, cooler Limpa. Diese magischen Worte hat Tingle für sich ersonnen. Stehen Sie sie nicht. Okay. Juhu, ich tanze mit dir, Tingle. Lalala, lalala, lalala. Ich hab eine Fee und du nicht. Ach man, der ist so süß, der ist so unbeschwert irgendwie, der Tingle. Ich meine, guck mal, mit 35, im Grunde ist er voll der Loser-Charakter so. Steht irgendwo am Waldrand, verkauft Karten. Und sein Vater rät ihm, sich normal anzuziehen. Sind wir des Vergessens? Okay, krass. Hintergrund der krasse Vulkan. Es ist so heftig, hier zu sein wieder. Das sind auf jeden Fall Erinnerungen. Okay, also das erste, was ich sehe, ist dieses Haus. Und da oben ist ein Herzteil auf dem Dach. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, aber... Wir sollten erstmal ins Haus gehen, würde ich sagen, oder? Das macht so... Der erste Eindruck irgendwie. Und guck mal, hier sind so eine Paddles. Und wir können ja... Ich weiß nicht, können wir hier schwimmen in dem Ding? Wir könnten schwimmen, ja. Das geht. Okay, interessant. Können wir hier auch hoch? Können wir auch, aber ich glaube, wir sind zu schwer. Die gehen unter. Ja. Okay. Oh nein, haben wir den jetzt vernichtet? Keine Ahnung. Okay, lass uns erstmal da hoch ins Haus gehen. Ich will mal schauen, was da so los ist. Und das ist auch so ein Deko wie in der Stadt. In der Blume. Guck mal hier, ey hier. Hallo. Na, mein Lieber. Reden. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Nö. Ich verkaufe Wundererbsen an Dekus, aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem belebteren Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine? Drücke Start, um das Inventar... Okay. Warum sollten wir das... Pass mal auf, wenn wir jetzt Start drücken. Ich meine, ich habe nichts für ihn, aber... Oh, Entschuldigung. Ja. Könnt ihr euch erinnern, letzte Folge, falls ihr es gesehen habt, hatten wir ja kurzzeitig diese Urkunde für den Platz von Südunruhstadt. Von dem anderen Händler. Und eventuell ist das eine Kettenquest. Ich würde das mal versuchen. Das ist halt eine eigene Sache. Das ist jetzt ein bisschen entgegen unseres Programms, weil ich würde jetzt sehr gerne in der Main Story voranschreiten. Und wie gesagt, wir haben ja immer so ein Time Limit. Aber das müssen wir uns mal merken, auf jeden Fall.
dass wir das bei ihm abgeben könnten, eventuell. Entschuldigung, ich hab's nicht. Verzeihung, aber ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Du hast mein Problem nicht verstanden. Kümmere dich nicht weiter darum. Doch, ich hab dein Problem verstanden. Ich kann dir bloß gerade nicht helfen, mein Lieber. Es tut mir leid. So, okay, wir gehen einfach mal hier rein kurz. Schauen, was da los ist. Hallo! Ich bin der Link. Ich guck mal hier rein ins Infocenter. Komm, was bist du denn Großes? Der sieht ja gefährlich aus eigentlich. Verflucht! Wo ist er bloß? Dieses verwöhnte Balk schwänzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh, komm. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Welches Bild? Drücke Start, um das Inventarmenü zu öffnen. Drücke C, um einen Gegenstand auszuwählen. Huch, nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpf-Infocenter veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis, okay? Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probiere es aus, okay? Also wir sollen eine Bootsfahrt machen mit ihm. Das wäre vielleicht interessant, um mal so ein bisschen einen Rundumblick zu kriegen. Weil ich habe keine Ahnung, wie jetzt das direkt weitergeht. Hier ist der Schalter gegenüber. Okay, warte mal ganz kurz. Meinte er gerade, sein Sohn sucht nach Feen? Kann es sein, dass sein Sohn Tingle ist? Ich denke, das ist so. Weil er meinte auch in seinem Alter, jemand in seinem Alter. Und Tingle meinte, er ist 35 irgendwie. Und er schwänzt die Schule, okay? Tingle müsste eigentlich in der Schule sein. Das ist ein bisschen weird. Kurm ist Bootsfahrten. Büro derzeit geschlossen. Okay. Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Alles klar. Okay, wir können also gar nicht an der Bootsfahrt teilnehmen. Interessant. Der Schalter ist geschlossen. Und wartet mal, Kuome. Könnt ihr euch erinnern an den Namen? Ich weiß nicht. Leute, die Ocarina of Time gespielt haben. Kuome war eine der Hexen, gegen die man gekämpft hat. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Tempel. Aber es waren, ich glaube, Kotake und Kuome. Wenn ich es richtig habe. Und zwar so eine Feuer- und eine Eishexe. Und die konnten sich verschmelzen dann zum Schluss. Und es ist krass, dass die eine Rolle hier haben in dem Game. Okay, wir sollen zum Rand der Sümpfe. Aber wir können die Bootstour nicht benutzen. Wisst ihr was? Ich werde mich mal kurz zum Deko machen. Das Ding ist, wir können hier über Wasser hüpfen. Und seht ihr da hinten? Da können wir auch nicht durch. Da ist irgend so ein Octorok, der uns da den Weg blockiert. Da hinten, der liegt im Wasser. Seht ihr das? Ja. Und da ist auch giftig. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn wir da lang... Aber hier, die Teile führen ja irgendwo hin. Und wir können hier über Wasser hüpfen so ein bisschen. Und ich glaube, wir sind leicht genug als Deko, um hier drauf zu stehen. Und dann würde ich dem einfach mal folgen. Gucken, wo uns das hinführt. An den Rand der Sümpfe sollten wir gehen. Nehme ich an. Okay. Nette Pirouette. So, warte. Und hier. Zack. Was ist das für ein Ding? Können wir noch etwas machen? Warte mal. Vielleicht als Junge. Das sieht aus wie so ein... Wie so ein Luftstrom. Oh, der Mond, Alter. Crazy. Okay. Was steht hier auf dem Schild? Zum Magieladen. Zur alten Schachtel. Naja, da wollen wir doch hin. Das ist doch perfekt. Hau ab. Oh, du bist nicht gleich tot? Ich dachte, du wärst gleich tot. Na gut, dann nicht. So, nämlich. So, wir sollten unser Schild hochnehmen. Oh nein. Mist, entschuldigt. Ist ein bisschen schwierig. Schild ist nämlich der Knopf da drüber. Guck mal, das sieht für schön aus. Oh. Es ding-dongt. Der erste Tag ist gleich rum. Guck mal, das war nämlich gar nicht schlecht, dass wir nochmal resettet haben. Das hat uns jetzt doch nochmal ein bisschen Zeit gekostet, alles. Magieladen. Hört sich so an, als würden wir vielleicht irgendwie Geld ausgeben können, ne? Deswegen will ich nochmal kurz ein bisschen hier Büsche hacken. Aber so viel Geld scheint hier nicht drin zu sein. Und so präzise ist es leider auch nicht. Man verfehlt es leider ein bisschen. So. Okay, nach des ersten Tages verbleiben 60 Stunden. Das geht ja noch. Und vor allem haben wir jetzt Kontrolle durch die Hymne der Zeit, so ein bisschen über die Zeit. Das macht mich auch so ein bisschen beruhigter. Können wir das hier kaputt machen? Nein. Können wir da hochklettern vielleicht? Nein. Das ist ein Riesentopf. Aber diese Teile können wir kaputt machen, das weiß ich. Nice. Geil. Oh, 5 Rubine. Na, kommt her.
Das Ding ist halt, man sammelt halt auf den Wegen immer mal ein bisschen Geld und da macht das halt schon Sinn, das einzulagern dann später. Was steht hier? Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser. Sumpf-Info-Center. Okay. Können wir das irgendwie... Oh. Entschuldigung. Wisst ihr was? Ich glaube, wir haben ja... kleinen Moment mal. Bloß mal spaßigshalber ganz kurz. Wenn ich jetzt hier gucke auf die Hymnen. Wie waren die nochmal? Das war ja die Hymne der Heilung, ne? Ne, Lied der Befreiung. Links, rechts, unten, links, rechts, unten. Ich versuche das mal kurz zu spielen. Vielleicht kann ich das Schild damit reparieren. Warte mal. Vielleicht passiert da was. Du hast das Lied der Befreiung gespielt. Okay, habe ich mich richtig erinnert. Geil. Man kann Sachen reparieren. Das ist voll geil. So, müssen wir hier hoch? Ja. Oder sind wir auf der falschen Seite? Sieht ganz so aus. Ist aber lustig, dass das geht. Gut, dann hier hoch. Zack. Okay, ich bin gespannt. Vielleicht ist das wirklich die Kuume war es, ne? Aus dem anderen Game. Warte mal kurz, können wir hier nach hinten laufen? Gibt's da was? Auf jeden Fall einen schmalen Weg. Können wir da lang? Ja. Ja, geht. Ich mag das Haus voll. Das sieht voll geil aus. Voll die schöne Designidee. Magielandseitenschachtel. Oh, die Musik ist voll geil. Was mit ihr? Sie ist am Pennen. Ich will mir einfach mal kurz umgucken. Oh! Entschuldigung, ich wollte hier nicht irgendwie alles dreckig machen. Hey, wach auf! Oh. Willkommen! Meine Tränke wirken gut! Bist du etwa wegen der Bootsfahrt gekommen? Was für ein Pech! Kooben ging in die Wälder, um nach Pilzen zu suchen. Wenn ich jetzt mal überlege, ist sie schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl für mich nach ihr suchen? Allerdings kann man sich leicht verirren, fragt die Affen, die dort leben. Okay, geil. Und wir können auch noch ihren Laden benutzen, um zu stöbern, mit der Hexe zu sprechen oder den Laden verlassen. Okay, geil, wir können Elixiere kaufen. Das können wir uns nicht leisten. Blaues Elixier. Leider habe ich gerade nicht die passenden Zutaten auf Lager, daher ist dieses Artikel nicht verlieferbar. Okay, tut mir sehr leid. Alles klar. Dann hätten wir das grüne Elixier. Okay. Können wir das einpacken? Grünes Elixier. 10 Rubine. Solange du keine passenden Behälter hast. Ach so, okay. Kann ich dir nichts verkaufen. Ah, okay. Ich glaube, wir brauchen eine Flasche oder sowas. Rotes Elixier, 20 Rubine. Gut, das wird dasselbe sein. Okay, sie verkauft Elixiere. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, blau war... Ich glaube, es ist bestimmt beides. Magie und Stamina. Ja, stand ja da auch. Okay, cool. Und dann halt nochmal einzeln. So. Sie wollte Pilze suchen gehen. In den Sümpfen. Was heißt das für uns? Jetzt müssen wir sie suchen gehen wahrscheinlich. Ich weiß nicht wie und wo. Ehrlich gesagt. Guck mal, vielleicht können wir hier lang. Hier geht's ja weiter. Oh, was ist denn das da? Und warte mal, ich will nochmal zum Wasserfall gucken. Wasserfälle sind immer auffällig. Es verbleiben 57... Okay, geil. Okay. Sag mal die Zeit. Das ist sehr interessant. Cool. Wartet mal ganz kurz, der Wasserfall hier. Hat keine weitere Bedeutung. Okay. Man muss das mal checken ab und zu. Und was ist hier? Einfach nur eine matschige Textur. Okay, gut, dann gehen wir hier durch. Ah, das ist so cool. Dun, 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 dun. Cool, das sind die Lost Woods. Das ist die Musik der verlorenen Wälder. Ein Äffchen, hallo. Du mir folgen? Okay. Dann ich dir folgen. Okay, hier lang will er. Cool, er führt uns. Warte. Er hat angetäuscht.
Ah, Mist. Okay. Oh, wo ist er langgelaufen? Ich darf mich nicht aufhalten lassen. Geradeaus, geradeaus. Hier nach links. Wieder nach links. Okay. Oh, was ist hier? Ah! Das ist die Hexe. Oh, aua, aua, hilf mir. Ich helf dir, ich helf dir. Was kann ich für dich tun? Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks eines übergezogen bekam. Dieses nervige Horror-Kit hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter der Maske nicht erkennen? Oh, au, wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde? Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du... Hast du denn nichts dabei, was Energie wiederherstellt? Drück Start. Nein, habe ich nicht. Es tut mir leid. Ich habe nichts, oder? Ach, außer den Speicherpunkt. Nee, ich habe bloß eine Ocarina. Hm. Tut mir leid. Ah, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Entschuldigung, ich habe gerade von dir erfahren hier im Wald. Warte mal, können wir für ihr vielleicht das Lied spielen? Ob das was bringt? Das Lied der Befreiung, dann befreien wir sie von ihrem Schmerz quasi. Geht das? Nee, das hat dir überhaupt nicht geholfen. Hey, das ist ein mächtiger Song. Was ist das hier? Was steht hier? Grenze des Waldes der Mysterien, zum Eingang bitte hier lang. Okay, das wollen wir. Sind wir des Vergessens? Okay, wir sind wieder hier. Gut. Das war okay, das haben wir geschafft. Dann gehen wir jetzt hier hoch und sagen erstmal ihrer Schwester Bescheid, würde ich sagen. Weil die verkauft Tränke, die soll uns jetzt gefälligst einen Trank geben für ihre Hexenschussschwester da im Wald. Und das Horror-Kit steckt dahinter, alles klar. Wer hätte das erwartet? Eigentlich ja auch die Maske eher, nicht das Horror-Kit, haben wir ja gelernt. Das Horror-Kit ist nicht so böse, wie es vorgibt zu sein. Ha! Guten Morgen, du bist schon wieder am Pennen. Willkommen! Meine Tränke wirken gut! Ja! Wie? Was? Das Horror-Kit hat Kurume wehgetan! Das ist doch lächerlich! Das Horror-Kit würde ihr doch niemals ernsthaft schaden! Oh, aber wenn es wahr ist, solltest du ihr diesen Trank bringen! Bitte erweise mir diesen Dienst! Du hast ein rotes Elixier erhalten. Rote Elixiere stellen deine Energie wieder her. Vergiss nicht, dass dir auch die leere Flasche von großem Nutzen sein kann. Im Inventar kannst du sie auf rechts, links, oben oder unten oder Mitte, Seite vertikal platzieren. Drücke dann den entsprechenden Knopf, um sie einzusetzen. Okay, vielen Dank. Rasch, bring ihr diesen Trank. Okay, ich gehe schon. Ich bringe ihr diesen Trank. Rasch. Okay, ich sumpfe einfach in die richtige Richtung direkt. Und zwar so. Juhu! Kann mich ja abrollen und habe mir nicht das Genick gebrochen. Das kann Link. Erzählt der Zeit. Mit dem Mut, den er hat. So, kannst du mich nochmal führen, Haselu? Bist du so gut? Hm, du mir folgen. Okay, danke schön. Konnte mir Weg nicht mehr. Ich habe mir den Weg noch nicht gemerkt. Okay, er geht erst nach links, glaube ich. Dann macht jetzt den Haken nach rechts. Das weiß ich noch. Dann kommen, glaube ich, die ersten Schildkröten. Okay, da geht er auch nach rechts. Autsch. Den Damage fresse ich jetzt einfach. Hier geht er geradeaus, genau. Hier geht er nach rechts. Ne, nach links. Okay. Gut, und dann wieder nach links. Und da sind wir eigentlich da, glaube ich. Ja, da war die Kurume. Kurume, ich helfe dir. Au, au, weh. Fühlst du dich nicht dazu verpflichtet, einer armen alten Hexe zu helfen? Ja, doch. Pass auf. Pass auf, ich helfe dir. Ich helfe dir. Guck mal da unten. Und das ist richtig wichtig. Und das ist echt so. Nicht nur... Er hatte recht, auch die Flasche ist uns zu nutzen. Das heißt, ich hoffe, ich kann die Flasche behalten. Und sie dann wieder verwenden irgendwann. Das wäre voll gut.
So, mit B. Und dann machen wir hier den. Da! Bitteschön. Ah, die Farbe, der Duft. Das ist eindeutig Kotakis. Oh, ich fühle die Energie in mir. Kome ist wieder da. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eine Freifahrt verdient. Ciao. Geile. Okay, das heißt, wir können jetzt die Freifahrt in Angriff nehmen. Was wir wohl offenbar tun müssen. Ich glaube, das Game will, dass wir das tun. Oh. Sümpfe des Vergessens. Was ist los, ihr drei? Du seien sehr mächtig. Ich dich beobachte. Sumpf seien voller giftigem Wasser. Tempel über Wasserfall komisch. Bruder gehen zu Tempel. Aber Bruder nicht finden Eingang zu Tempel. Tempel nur für Deko. Bruder von Deko gefangen. Jetzt seien im Palast. Hilfe. Okay. Ich glaube, die Bootstour muss mal warten. Ich würde erstmal den Affen hinterher, oder? Ich meine, das sieht akut aus, was die da von mir verlangen. Wartet! Wartet, ich bin nicht so schnell. Ich habe nur zwei Beine. Wo lang? Da lang? Wahrscheinlich. So, wo sind die Äffchen? Äffchen! Äffchen? Äffchen! Sind sie nach links gelaufen? Hier, oder? Vielleicht da lang. Tempel nur für Deko. Okay, ich hüpf mal lang. Ich weiß nicht, wahrscheinlich können wir da als Link auch reinschwimmen. Und tatsächlich haben wir die Flasche behalten. Geil, guck mal, wir haben jetzt eine leere Flasche oben angezeigt bekommen. Oder die wird uns angezeigt. Ah, hier, bei Wasserfall. Komisch, sagt er. Okay. Dass der komisch ist, sehe ich jetzt erstmal noch nicht unbedingt. Interessant. Guck mal hier. Kommen wir da hoch? Ja. Was steht hier? Zum Dekobelast. Vorsicht vor den Octoroks. Okay. Interessant. Okay, wo geht's? Da vorne, oder? Dann zum Dekobelast. Das Ding ist, ich habe offenbar nicht allzu viele Möglichkeiten, um zu laufen. Ich würde mal versuchen, da hochzuspringen auf dieses Teil. Sieht aus wie so ein bisschen Geschicklichkeitsparcours. Oh, hier ist ein Froschi. Hallo, Froschi. Na? Können wir mit dir reden oder so? Nö, können nur kämpfen. Na dann, weitermachen. Okay, wie komme ich da hoch? Ich glaube, es macht Sinn, auf die hier zuerst zu springen. Ja. Okay. Und da hinten ist ein Octorok. Oh Mist. Warte. Au. Entschuldigung. Ich wollte den hier machen. Komm her. Spuck. Spuck schon. Oh, nochmal? Okay, alles klar. Zweimal. Zweimal reicht. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Großen auch machen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da reinkommen, ehrlich gesagt. Ah, wisst ihr was? Wisst ihr, was ich glaube? Diese Bootsfahrt würde hier lang führen und diesen Octorok vielleicht eventuell wegkicken. Weil wenn ich jetzt hier versuche, da so reinzukommen, wird er mir auf jeden Fall schaden. Aber ich will das Geld haben. Zack. Seht ihr? Ah! Oh Mist. Okay. Aber können wir ihn vielleicht trotzdem irgendwie... Kann ich ihn vielleicht anpusten? Mit einer Pusteblasche? Mit einem Dash? Nee. Vielleicht ein Stück weiter hoch. Ja, wieder runter. Ich glaube, das bringt nichts, was ich hier mache. Aber wir können es ja nochmal versuchen. Nee. Die verpuffen einfach. Nee. Der spuckt mich einfach weg. Oh je, oh je. Das war nicht mehr zu lenken irgendwie gerade. Okay, also ich
kommen hier offenbar nicht weiter. Mal gucken, was Taya uns sagen will. Okay, ihr habt schon aufgehört, uns was sagen zu wollen. Ich denke mal, wir müssen mit der Bootsfahrt jetzt voranschreiten. Aber es ist interessant, das zu sehen. Es war gut, dass wir schon mal hier waren. Und ich hoffe, dass die Bootsfahrt hier lang geht. Ich nehme mal an, dass das Boot einfach durch den durchfährt. Hoffe ich. Hoffe ich. Macht den meisten Sinn für mich gerade. So, erstmal zurückhüpfen. Ist ein bisschen Hüpferei hier gerade, aber so ist es. Zack. Und zack. Und hier können wir so laufen. Gut, die Bootsfahrt war links hier weiter, ne? Ich glaube, da mussten wir hier weiter lang. Wo sind jetzt auch die Äffchen lang? Die wollten, dass wir dem folgen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang und die wollen uns den zeigen. Weil sie meinen irgendwie so ein komischer Eingang. Ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Weil der Satzbau war sehr... ja... brüchig, sagen wir mal. So. Gut. Ich werde mal versuchen, die Bootstour noch in Angriff zu nehmen. Mal gucken, was geschieht. Eine Bootstour, die ist lustig. Eine Bootstour, die ist schön. Lass mich rein. Ich habe halt gar kein Fotoapparat irgendwie zum Fotos machen. Hier, mein Lieber. Gib mir mal. Zeig mir doch mal das Bild. Ich habe noch keins. Ich habe keins. Wie? Hast du denn noch keine Fotobox? Wenn du eine Bootsfahrt unternimmst, bekommst du sicher eine als Geschenk. Frag doch mal nach. Der Wettbewerb findet nur für kurze Zeit statt. Okay. Fotobox. Ah, lustig. Guck mal, hier ist ihre Nase zu sehen. Oh, nochmals. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Achso, ich vergesse mir ihre Stimme manchmal. Ach, ist ja egal. Als Belohnung darfst du umsonst in mein Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen. Daher bekommst du das hier gratis. Du hast die Fotobox erhalten. Drücke C, um den Sucher zu... und so weiter. Der Film in der Fotobox reicht zwar nur für einen Schnappschuss, dieser kann aber jederzeit wieder ausgetauscht werden. Okay, cool. Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss, bring ihn zu dem Kerl da drüben. Also gut, die Fahrt geht los. Willkommen zur Bootstour. Drücke C, um die Fotobox auszurüsten. Und mit C schaust du durch den Sucher. Okay. Genießt du die malerischen Sumpflandschaften. Okay, ich würde die Fotobox jetzt gar nicht ausrüsten. Weil die Bootstour eigentlich gar nicht unser Ziel ist, an sich. Aber ich könnte jetzt natürlich... Ich kann es ja mal machen, spaßeshalber. Kann ich auch die Fotos überschreiben. Wenn ich jetzt nach links packe und dann so nehme, dann habe ich hier meinen Fotomodus. Da könnte ich jetzt zum Beispiel ein schickes Foto knipsen von die Wasserfall. Super toll. Guck mal, willst du dieses Bild behalten? Nö. Das ist ein Beispiel. So, vielleicht können wir ja von dem Octorok ein nettes Bild machen. Oh, Dämmerung des zweiten Tages vorbei in 48 Stunden. Okay, das ist interessant. Jetzt hat er uns da rausgeholt aus dem Modus, aber ist auch egal. Komm, ich mache mal von dem Octorok ein nettes Bild. Seht ihr? Nice. Willst du das Bild behalten? Ja, gib her. Ha! Tja, verschwinde. Okay, hat der Octorok das Wasser giftig gemacht? Nee, es ist trotzdem giftig. Was? Ja. Okay, wenn ich das nochmal drücke, dann kann ich das löschen, offenbar. Das ist Äffchen. Okay, und hier ist der Palast auch. Geil, okay. Nächster Halt, Deko-Palast. Das Wasser ist vergiftet. Pass auf, wohin du trittst. Möchtest du von Bord gehen? Ja. Das würde ich doch gleich mal tun, ganz ehrlich. Okay, wir dürfen hier nicht ins Wasser gehen. Das ist voll geil. Voll interessant. Gut zu wissen. Wir können auf dem Wasser ein bisschen hüpfen wahrscheinlich als Deko. Ob uns das was bringt? Ja, wir könnten da... Da gibt es einen Weg auf jeden Fall. Könnten wir mal lang gehen. Und auf der Seite auch noch. Also es gibt überall so Paddles, auf denen wir stehen können. Das ist interessant. Guck mal, da oben ist irgendwie das ist ein Eingang. Oh, und seht ihr das? Die Eule? Das ist die Eule aus Ocarina of Time. Wie hieß sie? Gemora, Gebora oder so? So ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau. Aber vielleicht können wir noch mit ihr reden hier und der Mond im Hintergrund. Fuck, er ist auch schon wieder voll nah. Ich meine, wir sind am zweiten Tag, ne?
Guck mal seine Augen an. Ey. Crazy. Und der hat echt was mit dem Zahnfleisch. So. Ich würde sagen, an der Stelle, bevor wir da reingehen, das machen wir nächste Folge. Ich sag euch jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es ist voll geil, wieder drin zu sein. Die Erinnerungen kommen zurück jedes Mal, wenn ich das spiele. Link ist schon ein bisschen müde. Aber wieder ein richtiger Junge, Gott sei Dank. Wir haben unsere Form zurückerlangt und können jetzt jederzeit ein Deko werden, wenn wir wollen. Das tut zwar jedes Mal ein bisschen weh, aber wenn man sich zusammenreißt, ist man dann auch ein netter Deko wieder. Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder an. Ich hoffe, es geht ganz schnell. Bleibt gesund. Habe ich schon gesagt. Egal, nochmal. Tschüss.